Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch Ranked mit mir, den Simon. Und diesmal bin ich nicht alleine, sondern Marc und Laurens begleiten mich in dieser Folge. Hallo. 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 Die kennt ihr beide von früheren Overwatch-Aufnahmen, was schon ein bisschen länger her ist, weil ich sehr viel alleine aufgenommen habe. Und von dem Gamescom-Video, was wahrscheinlich viele von euch gesehen haben. Da war Marc der Typ mit dem mit der Schmiede und Laurens den ich getroffen habe, der mir seine Meinung zu irgendwelchen Spielen auf der Gamescom gesagt hat. ihr seht, ich habe sehr viel außerhalb der Aufnahme gespielt. Ich habe 12 Lootboxen. Wir haben in dieser Konstellation relativ viel Rank gespielt. Ich bin jetzt 2700, fast 2685. Wir haben gerade schon ein bisschen versucht aufzunehmen, das hat alles nicht so gut geklappt, weil es liegt vielleicht daran, dass ich 13 Stunden Mercy gespielt habe. Ihr seht meine Season-Best-Leistung 2800. Wir sind einiges an Punkte hochgekommen. Wir haben richtig getryhardet. Aber ich habe volle Kanne Mercy gespammt und habe wahrscheinlich alles... Gefühlt habe ich alles verloren. Das ist jetzt meine Ausrede dafür, dass ich gerade scheiße war. Muss ich eigentlich gar nicht machen. Ich brauche eigentlich keine Ausrede, weil ihr habt das ja alles gar nicht gesehen. Nur Laurens und Marc. ich werde in dieser Folge Mercy spielen. Auch wenn ich sie, glaube ich, in der vorletzten Folge hatte, egal. Auf jeden Fall, wir haben nur Zeit für eine Aufnahmesession, also eine Folge. Das heißt, in dieser Folge werden jetzt die beiden dabei sein und danach werde ich wahrscheinlich alleine weiter aufnehmen. Das müssen wir nicht, möchten wir nicht vergeuden, deshalb werde ich einfach Mercy nehmen und hoffen, dass ich nicht reinzacke. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder im Match, bis gleich. Da sind wir wieder, wir sind auf Watchpoint Gibraltar. Immerhin keine Einnahmen-Map, die jetzt nur Best of Three ist, weil davon hatten wir gerade zwei. Das sind immer so kurze Folgen, leider. Ich werde Mercy first picken. Dann seht ihr quasi, wie wir die ganze Zeit getryhardet haben. Indem ich Mercy nehme, Laurens Inkt und Carry. Ja, Reaper im Angriff gerade, ist mega geil. Und Marc wie immer Reinhardt. Marc ist, glaube ich, gerade nicht da. Der hat sich gerade ganz kurz gemutet. Genau. Also, was haben wir denn bei uns? Wir haben im Gegnerteam haben wir ein Gold. Wir haben auch ein Gold, logischerweise. Wir haben eine Widow im Angriff schon mal. Nice. Der Typ heißt Flower Power. Ja, auf dem ersten Punkt geht das eigentlich gut zu haben. Da ist er. So haben wir quasi die ganze Zeit getryhardet. Laurens, Inkt und Carry. Ich halt Mercy gespammt, weil die neue Mercy übel krass ist und man eigentlich immer eine braucht. Und Marc seinen Main halt Reinhardt. Ich habe auch Reinhardt gespammt. Ja, so wie immer. Obwohl ein oder zweimal hast du, glaube ich, auf Roadhog genommen oder so. Ja. Oder glaub sogar manchmal Affe sogar. Geht eigentlich. Das mache ich aber meistens nur bei Punkten, sonst eigentlich nie. Watchpoint Gibraltar ist schon eine geile Map, auch für Reinhardt. Gerade auch für Mercy, wenn man sich gut verstecken kann. Mercy ist quasi der Überlebenssimulator 2017. Also man wird halt von allem gefokust und muss nur versuchen irgendwie zu überleben. Und da gibt es bei verschiedenen Helden verschiedene Taktiken. Wenn ein Affe kommt, brauchst du zwei Leute, die weit auseinander stehen, damit du dich immer hin und her fliegen kannst. Weil der Affe kann halt hinter dir herspringen. Affe sind sehr gefährlich für Mercies. Wir haben sogar auch einen Affe. Affen. Kannst einen Feuerschlag machen, ich hab dir Damage gegeben. Oh, hast nicht getroffen. Stehen die oben? Ja. Die haben Bestien, oder? Was haben die da? Warum wird mir das noch nicht angezeigt, was die haben? Nee, Riser. Wenn ich Tab drücke, wird mir das noch gar nicht angezeigt. Riser sehe ich. Ich hab jetzt auch nur das gesagt, was ich gesehen habe. Oh oh. Da hab ich mich fast getötet. Oh, ich wurde geheilt. Achso, wir haben Senyata. Oh fuck. Ja, ich komme leider nicht zu dir. Ja, da war zu viel Damage oben. Wenn die nichts weiter dagegen haben, dann pushe ich hier ruhig weiter. Fuck, der Genji. Okay. Wenn wir weiter pushen, ist ja alles in Ordnung. Wo bist du denn? Da gibt's aber kleine Unterbrechung. Riser, Diva kann man schlecht gegen den Rennen. Was haben die denn? Kann man mit Rennen schlecht was gegen machen. Die haben relativ viel Heal. Oh, oh, der Affe. Nein! Oh. Ja, wir müssen einmal wieder 5 Leben warten. Scheiße. Aua. Da kann ich nicht hinterher. Ich muss echt ein bisschen aufpassen, wo ich jetzt wirklich hinterher kann und wo nicht. Ja, lass mal ein bisschen gucken. Der Affe beschäftigt die oben. Ich hab 72%. Weil das Ding hat den Genji getötet, das war ganz alleine. Wir müssen, wenn wir engagen müssen, dann jetzt. Ja, macht immer. Wollt ihr von uns oder von den Gegnern? Das von den Gegnern. Von unserem Affen. Ich hab meine noch, meine Ulti. Ich hab auch meine Ulti gerade abbekommen. Okay, Baller. Ich hab grad hier auf der Seite die ganze Zeit rausgenommen. Baller, sie kaputt!
Visier von hinten hat mich gekillt. Da hätte ich auch meine Ulti nicht mehr zünden können. Hätte auch nichts gemacht. Ja. Der Soldier ist leider von hinten gekommen. Ja, jetzt hätte ich halt Ulti gebrauchen können, aber ich war halt. Pass auf, Lorenz, du bist ganz, ganz alleine. Ja, ja. Ich hab gleich Ulti ab. Ich hatte leider unter der Brücke keinen guten Punkt, Ulti zu machen. Vor allen Dingen, weil wir auch genug Heilung hatten. Ich brauche Heilung. Danke. So, ich hab Ulti, ich versuche von hinten reinzugehen. Dann könnt ihr vorne rein. Dafür ist oben beschäftigt, die Damen ein bisschen. Du kannst ruhig rein ulten und ich kann dich dann wiederbeleben, wenn wir jetzt nicht komplett fertig gemacht werden. Ja, ich hab dich noch. Ja, ich bin da. Nice. Oh, fuck, ich hab nicht eine. Was? Ich bin versteckt, alles cool. Oh, Leute, ich hab keinen gekriegt, nice. Okay, jetzt gebe ich euch Damage. Knallt sie! Okay, nee, lieber Healer. Soldier ist down. Oh. Mercy, Focus. Ah, die ist weggelaufen. Was machst du? Die ist weggelaufen wie so eine feige Snitch. Ich hab meine Ulti wieder. Okay, das war nice. So, den holen wir uns noch wieder. Die haben das aber relativ gut verteidigt tatsächlich. Das scheint mir ein gutes Team zu sein im Gegner-Team. Wow. Wie lucky. Hinter uns ist ein Genji. Wir haben einen Affe dagegen. Alter, wo bist du denn? Achso, das ist. Ich dachte, das wäre Mark da hinten. Oder das ist Lawrence. Noch einer. Ja, ja. Hab dich. Oh, no, no, no. Na. Ah. Hab dich. Danke. Ergeben Sie sich. Oh, wir haben heilende Ruhe. Ah, shit. Schlag sie kaputt, Laura. Mark. Oh Gott. Ja, der hat mich geschnetzelt und wir standen alle ineinander. Der hat mit einmal Schnetzel hat er drei Leute getötet. Ich hab gleich wieder Ulti ab, wenn wir gegroupt reingehen könnten. Ja, ich hab leider keine Ulti ab. Ah, der Genji, ey, der Genji ist hart nervig. Dafür haben wir schon Affen eigentlich, aber. Ach du Scheiße. Ab Genji. Oh nice. Ich hab sofort Ulti. Ich hab Ulti. Aber für meine Ulti muss halt einer sterben. So, jetzt habe ich meine Ulti. Ah. Kann ich in 8 Sekunden wiederbeleben? Wenn ich so lange. Ah, nee. Der Soldier hat mich weggeultet. Ja, die waren da dooferweise zu zweit oben. Ich dachte, ich könnte von hinten mit einer Ulti reinkommen, aber. Scheiße, der Soldier, ey. Ist gerade aufgefallen, wie nervig doch Riser gegen Reiners Ulti ist. Die kann die ja selbst blocken, indem sie golden wird, plus ihr Schild noch. Indem sie golden wird. Ja, diese E oder... Ja, wir müssen noch warten, bis die alle da sind. Scheiß Genji, Alter. Oh, lol. Kriegt ihr Mercy? Oh, die sind da alle. Oh, lol. Ja, das habe ich gerade auch gemerkt. Plötzlich kam mir so eine Diva voll in die Fresse geflogen. Oh, nice, du hast sie. Die Orisa war Orisa in Verteidigung, bin ich mega Fan von. Alter. Oh, nice. Du hast Mercy geultet, das reicht echt schon. Ich kann dich vielleicht holen. Oh, ne, ich kann dich nicht holen. Ja. Ich kann dich aber gleich holen. Weiß nicht, da war kein Push irgendwie. Ah, scheiße. Ja, wir müssen warten. Können wir das überhaupt noch? Wir haben jetzt Rotor, haben wir jetzt drei Tanks? Ach nee. Das ist Quatsch. Ach nee, ich bin tot. Oh, dadurch holen die jetzt halt die Zeit raus. Oh, der Genji in seine Ulti. Ah, keine Chance. Der Genji konnte halt dann. Also wenn der Ulti bin, ultet, bin ich halt easy tot. Oh, es kommt leider keiner mehr zur Fracht. Oh, der hätte es sogar fast geschafft, der Senyata. Schade. Fuck, ey. Die haben halt mega viel gestallt, also mega viel Zeit gestohlen, einfach durch, dass sie halt zum Beschluss noch die Genji-Ulti hatten.
Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass der Genji Genji hieß? Oh. Der heißt Genji, lol. Du hast recht. Ich glaube, der maint den ein bisschen. Wir müssen eigentlich hart Genji irgendwie rausnehmen. Der hat mich so oft gekillt. Vielleicht McCree. Also, der hat diese Season nur 45 Stunden Genji. Und erst insgesamt 102 Stunden. Erstmal ausspielen, ja. Der nächste Champ ist Lucio mit 9 Stunden. Kann man ja mal machen, ne? Wenn er dann Healer spielen muss, weil es einfach keinen anderen Healer gibt wahrscheinlich. Ja. Lass mal nicht zu weit vorne verteidigen. Ich bin Fan davon, hier unten bei der Kurve halt zu verteidigen. Also hier als erster Punkt tatsächlich. Dass man mit Reinhardt sich immer wieder zurückziehen kann, sein Schild aufladen kann. Weil da oben ist irgendwie mega kacke. Da hat man halt auch keinen Einfluss. Mein Feuerstoß, da defe ich meistens am liebsten. Da, wo es aufprallt. Naja, ich hab schon verstehen schon, was du sagen willst. Aber am besten hier so um die Ecke, ne? Wenn du da um die Ecke gehst, dann ist halt weiß, kacke für aber mich. Ich will meinen Feuerstoß ganz gerne. Achso. Den in der Fresse rammen. Dann gebe ich dir Damage. Pass aber auf. Pass mal. Gedulde dich mal, sodass er auf jeden Fall trifft. Oh, das war kein Gedulden. So niemand getroffen. Die sind ja auch alle oben durch. Holy shit, Alter. Der hat mich richtig hart weggedrückt. Der hat mich so weit weggedrückt, dass... Ja, Genji und Lucio haben mich da rausgefokust. Nein! Ich hab das abgebrochen. Oh Gott. Oh, nice. Ja, aber ich hab das... Hast du ihn? Nee. Ah, scheiße. Ich hab nur gesehen, wie du ihn... Lol, du lebst noch. Ja. Aber ich bin halt... Ich war nicht schnell genug. Ich bin gestorben. Hat er mir wieder hochbekommen. Du konntest ganz weg. Ich bin gleich wieder da. Wenn du ein bisschen zu mir kommst, kann ich zu dir fliegen. Was? Danke. Oh, lol. Ja, der ist zu schnell... Da. Ah, der Affe ist so ekelhaft gegen mich. Ich meine, ich war ganz schön tief drin, logischerweise. Weil ich halt einen noch wiederbeleben wollte. Aber der Affe ist halt sau ekelhaft. Die knocken einem ja nur weg. Ich stand am Eingang zum Checkpoint. Ich wurde bis zu dem, da wo der Wagen immer drauf steht, auf diesen gelben Teil ihn? Hingenockt. Mann. Er ist immerhin gestorben. Hat so schnell seinen Deflect da oben. Ja, ich bin tot. Aber oh nein, der Affe! Ja. Oh, okay, Ulti. Oh lol. Alles klar, ich muss erstmal in den Spawn wieder gehen. Der Genji ist halt überall. Ja, der ist ziemlich krass, das stimmt. Kriegen gar keine richtige Verteidigungslinie aufgebaut. Ich hab Ulti jetzt gleich immerhin. Und E-Kombo. Vielleicht, wenn ich die rauskriege. Kannst du rauskommen, dann kann ich zu dir kommen. Oh, Affe. Ja, Tracer ist auf mir. Ach du Scheiße. Hier ist Genji, der hat mich einfach. Die haben jetzt alles gegen mich. Affe, Tracer, Genji. Ja, schon down. Alter, die haben halt alles gegen mich. Okay, da konnte ich eine Decent Ulti rausknallen. Okay. Hä? Warum kann er jetzt doch seine Ulti machen, lol? Ja, ich hatte ihn nur gestunt und dann war seine Ulti halt abgebrochen. Achso. Egal, aber wer jetzt. Aber er hat seine Ulti-Aufladung nicht verloren. Scheiße, ist ja schon der Punkt. Ich war vercheckt. Wir konnten sie einmal aufhalten. Alter, Tracer, Affe und Genji. Oh, das ist ein angenehmes Spiel für mich. Ich hab meine Ulti wieder ab. Okay, nein. Weil die bei dir auch noch gut nach hinten kommt, ne? Muss halt richtig aufpassen einfach. Und in dir! Nice!
Tracer! Ja, ich bin da. Ich hab dich. Muss mich aber, glaube ich, beschützen. Ich glaube, die ist immer noch da. Oh, ich hab dich. Oh Gott. Nein, du bist gestorben. Okay, der Affe drückt mich weg. Ich bin wieder da. Okay. Ich konnte dich nicht holen. Ich hatte auch keinen Cooldown. Ja, die sind alle hinter mir her gerade gewesen. Das war Gott. Irgendwie doof. Gut, dass der Affe mich nicht gesehen hat. Ich hab Ulti. Oh, nice, Max wieder da. Okay, ich konnte mich verstecken. Oh! Oh mein Gott, Alter, die Trace hat ihre Ulti auf mich verkackt. Huh? Wie sie reingekommen ist und das nach mir geworfen hat, ey, ohne Scheiß. Ich bin ja relativ lang schon am Leben. Jetzt habe ich es gejinxt wahrscheinlich. Genji ist wieder hinten drin irgendwo. Ah, gerade werde ich gut beschützt. Das gefällt mir. Wer ist gestorben? Hinter uns ist Diva. Oh, ich habe keine Chance. Bin tot. Dafür ist auch gerade reingesprungen. Bin auch tot. Das war halt jetzt die Genji-Ulti. Ich habe leider halt Ulti und alles, aber die Genji-Ulti, ja, irgendwann musste die Genji-Ulti halt kommen, also, Diva und Genji sind halt von hinten gekommen, deswegen konnte ich da nichts. Ah, scheiße, keiner mehr da. Boah, wir haben es dann zwischendurch ganz gut verteidigt, aber alter Schwede, ey. Die Genji-Ulti ist halt so krass, wenn das einer kann, ne? Weil dann kriegen die niemals halt raus. Die kriegen den niemals rausgefokust, bevor der halt irgendwie mich tötet, wenigstens. Was? Die ganze Zeit seine Scheiße macht. Ich hätte halt Ulti können, aber es bringt halt gar nichts. Weil er mich dann trotzdem aufschlitzt. Das heilt mich ja nicht oder so. Ja, keine Chance. Der war doch abgefuckt, der Typ, ey. I kept you alive, Genji. Wow. Ich danke für diese Auszeichnung. Ach du Scheiße, ey. Ja, so sah das dann aus, wenn wir richtig getryhardet haben und hochgekommen sind. Nur ohne das. Ohne, dass wir das Gegnerteam wären. Nur ohne die Niederlage. Irgendwie. Boah, das ist echt krank. Der Genji aus dem Gegnerteam, ey. Ja, der war halt echt gut. Sad, aber solche Matches hat man halt auch. Und im Moment haben wir nur solche Matches irgendwie. Naja gut, ich mache noch ein paar Lootboxen auf und dann will ich das eine Folge nennen. Danke, dass ihr bei der Folge dabei wart, die beiden, ne? Danke, dass du uns die Punkte gestohlen hast. Ich ja nicht. Ich habe ja gerade Mercy gespielt und das ging. Genji hat uns die Punkte gestohlen. Ja, der war halt schon echt krass. Der war gut. Der war halt einfach. War halt einfach besser als wir. Naja, deshalb, von daher. Irgendwie doof, dass wir jetzt drei Matches hintereinander verloren haben. Keine Ahnung, irgendwie völlig. Also wir haben einmal haben wir ja, da, das hat ja gerade, wo wir die Einrank-Spiele von euch gemacht haben. Dann haben wir ja nur gewonnen irgendwie. Also alle hintereinander. Und selbst danach, wo ich mit Lawrence ja noch gespielt habe, haben wir auch richtig, richtig viel gewonnen. Obwohl wir nicht mehr diesen Bonus hatten, dass wir mit den Einrank-Matches waren. Und deshalb sind wir halt so sau hochgekommen. Und jetzt, in den letzten Tagen haben wir auch ein bisschen gespielt, da haben wir auch mega viel wieder verloren irgendwie, ne? Ja, geht. Das war ungefähr 50-50, glaube ich, in den letzten Tagen. Ja, aber ja. Auf jeden Fall dann, sonst hatten wir irgendwie 10 Matches und 1 verloren oder sowas. Ja, also so gut war es nicht mehr, natürlich nicht. Ja, das stimmt. Ich meine, wäre auch irgendwie ein bisschen seltsam, wenn wir einfach nur die ganze Zeit gewinnen. Ja, irgendwann ist man bei seiner Elo halt auch angekommen. So, ich habe keinen legendären gezogen bei den Kisten. Eine Frechheit. Die nächsten mache ich in der nächsten Folge auf. Danke, dass ihr dabei wart. Die nächsten Folgen werden jetzt auf jeden Fall alleine sein. Und wir sehen uns dann wie immer in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. Oh.